Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich die aktuelle Mia-Box für euch. Wenn ihr genauso neugierig seid wie ich und Boxen über alles liebt, dann ist das vielleicht genau die richtige für euch. Bleibt gerne dran, wenn ihr wissen möchtet, was drin ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Bei der Mia-Box könnt ihr euch einfach Monat für Monat neu entscheiden, ob ihr euch die Box bestellen möchtet oder nicht. Sie kostet euch dann 24,20 Euro. Ihr könnt durchaus auch gleich die Box für 6 Monate kaufen, dann kostet euch jede Box nur noch 21 Euro. Also da kann man schon etwas sparen. Es ist dann allerdings kein Abo, was sich automatisch verlängert. Nach Lieferung der 6. Box hört es quasi automatisch auf. Ich finde, die Mia-Box ist immer noch was ganz Besonderes, weil ein paar Marken vertreten sind, die man in anderen Boxen nicht findet. Und deswegen finde ich, ist es eine schöne Ergänzung zu den ganzen anderen Boxen. Und darum stelle ich sie euch auch gerne vor. Bevor wir jetzt aber mit dem Unboxing starten, möchte ich mich auch in diesem Video an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bin immer noch total hibbelig und aufgeregt, weil wir jetzt so schnell die 1000 Abonnenten-Marke auf meinem Kanal geknackt haben. Herzlichen Dank nochmal an alle da draußen. Ihr seid einfach großartig. Wie in meinem letzten Video schon erzählt, beim Unboxing der Barbara Box werde ich ein ganz besonderes Video anlässlich der 1000 Abonnenten machen, und zwar ein Q&A. Das heißt, ihr dürft mir gerne Fragen stellen. Was wollt ihr von mir wissen? Was möchtet ihr mich gerne löchern? Ich werde Rede und Antwort stehen und das auch sehr gerne. Ich freue mich da sehr drauf. Also schreibt mir auch gerne in diesem Video in den Kommentaren eure Fragen. Ich werde es dann alles notieren und werde mir die Fragen damit in das besondere Video nehmen. So, und jetzt machen wir aber die Box einmal auf. Sie kommt im ganz üblichen Design daher. Das ist jeden Monat das gleiche. Es ist diese Außenbox mit diesem Frauenausschnitt oder Gesichtsausschnitt drauf, die Augen, die Nase. Sie ist jedoch verklebt. Ich mache das einmal kurz auf und dann legen wir los. Das ist jetzt einmal der erste Blick in die Box und hier sehe ich schon etwas. Das macht mich schon sehr, sehr neugierig. Ich nehme jetzt aber erstmal hier dieses kleine Flyerchen raus und da steht Spa drauf. Wenn ich mich jetzt nicht total irre, heißt Spa Sinus per Aquam, also gesund durch Wasser. Ich muss das nochmal nachschlagen, ob das so jetzt richtig war, wie ich es euch erzähle. Ich bin mir da wie gesagt nicht ganz so sicher, ich blende euch das aber auch gerne einmal ein. Ja, gesund durch Wasser ist ein gängiges Motto in diversen Hotels dieser Welt und deswegen passt es sehr gut zu einer Beautybox. Hier auf der Rückseite des Flyers habt ihr alle Produkte aufgelistet, die in der Box drin sind, allerdings ohne Preise. Die werde ich euch gerne raussuchen und dann hier einblenden und am Ende des Videos auch den Gesamtwert der Box. Und ich würde sagen, wir starten mit dem einen Produkt, was mich da schon so angelacht hat. Das ist nämlich von der Marke Secret, Minerals from the Dead Sea. Eine wirklich sehr, sehr hochwertige und teure Marke. Und hier haben wir einmal so einen, so einen Riesenteil drin. Da sind drin 400 Gramm. Und das ist ein Milk and Honey Salt and Oil Scrub. For all skin types, also für alle Hauttypen. Ja, ein Körperpeeling, richtig cool. Ein Salzpeeling mit Öl. Und Milch und Honig finde ich in Kombi ja sowieso immer gut. Das fand Cleopatra schon gut. Ja, tolle Geschichte und hat man auch nicht so oft in Boxen drin, so Körperpeelings. Deswegen finde ich das richtig toll. Es ist hier noch mit so einer Folie zugemacht. Also man riecht hier auch absolut überhaupt nichts durch, leider. Es sieht hier relativ flüssig aus, aber ich glaube, das ist richtig gut, das Zeug. Das ist das nächste Produkt aus der Box und es fühlt sich sehr, sehr weich an. Und hier steht drauf, es ist ein Gesichtsreinigungshandschuh. Ach was, den packen wir mal aus. Das sieht so ein bisschen schwammartig aus. Ja, also das ist jetzt kein Mikrofaser oder so. Das fühlt sich halt an wie so ein Schwamm. Der riecht nach irgendwas, aber ich kann euch nicht sagen, was. Als wenn da
wenn der mit irgendwas getränkt wäre oder so. Ich habe aber keine Ahnung. Also er fühlt sich auch so ein bisschen feucht an. Hier auf diesem Schnipsel steht leider so überhaupt nichts drauf. Ich fürchte auch, das wird schwierig, da irgendwas an Preisen herauszusuchen, denn hier steht auch keine Marke oder irgendwas mit bei. Ja, an sich finde ich das ganz cool. Hier passen also von meiner Hand jetzt auch 4 Finger rein, das ist okay. Es fühlt sich gut an, aber irgendwie so feucht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob hier wirklich irgendein Produkt drin ist. Wie gesagt, hier ist keine Erklärung mit drauf. Ich gucke jetzt aber mal hier auf den Flyer. Die Fasern des Handschuhs nehmen Make-up-Partikel auf und reinigen so sanft die Haut. Für die Reinigung benötigen sie nichts außer Wasser. Die Reinigung mit der zarten Faserstruktur aktiviert die Zirkulation ihrer Haut. Sie wirkt frischer, geschmeidiger und strahlender. Also ich hätte es noch cool gefunden, wenn jetzt hier irgendwie eine Marke mit beigestanden hätte oder vielleicht auch, warum der sich so feucht anfühlt. Keine Ahnung. Irritiert mich jetzt ein bisschen. Wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Produkt. Und da haben wir jetzt einmal ein schickes, pinkes Tübchen von Etrebel. Die Marke kennen wir doch mittlerweile. Das ist ein Bell Spa Konzept Pink Dream Hand and Nail Balm. Also hat eine Pflege für die Hände und Fingernägel. Sehr schön. Packaging gefällt mir richtig gut. Die Marke Bella Pierre habe ich mittlerweile auch echt schätzen gelernt. Die haben viele, viele tolle Produkte. Und ja, hier sind 30 Milliliter drin. Völlig ausreichend. Die ganzen Produkte in der Box sind in diesem schönen, ja, Frotti-Handtuch eingewickelt. Es hat so eine kleine Größe, ist in einem schönen Rot, fühlt sich sehr, sehr weich und soft an und ist von der Größe, ja, von der Größe her würde ich es als Händehandtuch neben das Waschbecken hängen oder man nimmt es halt speziell auch fürs Gesicht her. Finde ich nicht schlecht, finde ich sogar eigentlich richtig gut, dass sowas mal in der Box drin ist. Das hatte ich bisher, glaube ich, auch noch nicht. Als nächstes habe ich in der Box diese zwei knisternden Tütchen gefunden. Ein pinkes und ein gelbes. Und das sieht aus wie Badesalz von Bio Oleo Cosmetics. Sagt mir auch überhaupt nichts. Soldo Capielli. Auf Deutsch steht hier leider überhaupt nichts drauf, aber ich meine, Sol ist Salz. Also ich glaube schon, dass das Badesalz ist. Sie riechen unterschiedlich. Das Pinke ist eher süßlich, blumig und das Gelbe riecht ein bisschen herber, zitrischer, also zwei unterschiedliche Duftrichtungen. Das Pinke gefällt mir vom Duft ein bisschen besser. Das Badesalz sieht auch irgendwie relativ grob aus und interessant, aber steht hier echt alles auf, ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist, drauf. Aber Badesalz finde ich nicht schlecht und ja, wird genutzt oder verschenkt oder verlost, das weiß ich noch nicht. Das ist so eine schöne Geschichte, die man vielleicht auch in Nikolausstiefel oder so reinmachen kann. Also nicht schlecht. Und dann haben wir noch zwei Produkte hier in der Box. Das eine ist jetzt einmal eine Stückseife und zwar von Starfall Green Tea, eine Schafmilchseife. Okay, also das Packaging sieht irgendwie schon mal ein bisschen weihnachtlich aus mit den ganzen Sternchen da drauf. Und eine Seife mit Schafmilch hatte ich auch noch nicht. 100 Gramm sind hier drin und die Duftrichtung soll grüner Tee sein. Es riecht seifig jetzt hier durch die Verpackung durch. Vom grünen Tee rieche ich nicht viel, aber vielleicht ist es in Kombination mit Wasser auch nochmal was anderes. Stück Seife, so verwende ich wenig bis selten. Also es gibt spezielle Gesichtsstückseifen, die ich hernehme und verwende, aber so zum reinen Händewaschen eigentlich gar nicht. Und da jetzt hier nichts speziell fürs Gesicht draufsteht, weiß ich nicht, ob die auch so gut geeignet ist dafür. Und darum würde ich sie, wenn dann nur zum Händewaschen hernehmen. Und deswegen denke ich, wird die weiter wandern. Ich glaube, die bekommt meine Oma zu Weihnachten geschenkt. Und als allerletztes Produkt haben wir jetzt nochmal ein Tübchen hier in der Box. Und das ist auch wieder von Etrebel. Ein Hyaluronic Triple Effekt, eine Tages- und Nachtcreme.
Oh schön, 30 Milliliter sind hier drin. Das ist wirklich eine gute Kosmetikmarke. Und das ist eine intensiv hydratisierende Tag- und Nachtcreme. Ja, mit Hyaluronsäure dann, und das braucht die Haut einfach. Also ich finde Produkte mit Hyaluronsäure echt richtig mega gut und wichtig, und brauche ich jetzt auch speziell im Winter, wenn die Haut trockener wird. Also darüber freue ich mich, und ein schönes Produkt und ein schöner Abschluss für diese Box. Sie hatte ja das Thema Spa und sie war schon sehr gut darauf abgestimmt, also speziell das Handtuch und das Körperpeeling, was auch mein besonderes Highlight ist, also wirklich mega cool. Ist auch parabenfrei, sehe ich hier gerade. Das Badesalz passt dazu, also wirklich eine schöne Wellnessbox. Sogar die Schafmilchseife finde ich interessant, weil ich noch nie eine Seife mit Schafmilch in den Händen hatte. Ich bin echt hin und her gerissen, ob ich sie mir vielleicht doch selbst verwende, ich weiß es noch nicht. Ja, insgesamt gefällt sie mir gut, die Box, und ich würde natürlich gerne wissen, wie ihr sie so findet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vergesst aber auch nicht, mir da Fragen zu stellen für das 1000-Abonnenten-Special. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback von euch und über jede Frage. Also immer drauf lostibbeln. Und damit darf ich mich auch schon ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Und hier blende ich euch mal noch zwei Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein. Ich sage bis ganz bald. Alles Liebe, eure Nicole.